Season for each and every one of us. Ja, und ich bin so darüber erfreut und erstaunt, dass Gott ein Wort für jeden von uns hat. And you know, it's good to hear the word of God. Und es ist so gut, das Wort des Herrn zu hören. And I believe everybody needs to hear the word of God. Und ich glaube daran, dass jeder von uns das Wort des Herrn hören sollte. Because God wants the lives of people to be transformed. He wants the lives of people to be changed. Denn Gott möchte, dass das Leben aller Menschen verändert wird. And that's why he sent his word. The Bible says that the Lord sent his word. Und die Bibel sagt, deswegen hat Gott uns sein Wort geschickt. And he speaks and he sends his word for a specific reason and for a specific purpose. Ja, und Gott hat sein Wort für einen speziellen Grund an uns geschickt. And know the Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Ja, und die Bibel sagt, der Glauben kommt durch das immer wiederkehrende Hören des Wortes. God wants that people hear the word of God, that their faith, their belief in God should grow. Ja, Gott möchte, dass die Menschen sein Wort hören, damit ihr Glauben wachsen kann. And that's why, you know, I thank God for where he has brought us as a church and a ministry. Ja, und deswegen danke ich Gott dafür, wie weit er uns mit unserer Kirche, unserer Gemeinde gebracht hat. That we can hear the word of God and we grow in faith. Ja, dass wir das Wort des Herrn hören können und in seinem Glauben wachsen können. But at the same time, we can make it available for other people to hear the word of God. People near and even people who are far. Ja, und zur selben Zeit können wir dafür sorgen, dass auch andere Menschen, die nicht in unserer Nähe sind, sein Wort hören können. I thank God that we are building our live streaming project. Und ich danke Gott dafür, dass wir unser Livestreaming-Projekt aufbauen. I thank God that we have an opportunity even to let people hear the word of God in the internet. Ja, und ich danke dem Herrn dafür, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, dass die Menschen unseren Gottesdienst auch im Internet verfolgen können. I believe it's God's will for people to hear his word in the internet. Und ich glaube fest daran, dass es Gottes Wille ist, dass die Menschen sein Wort über das Internet hören können. I was just sharing with a dear brother that in the past 5 months we've been seeing growth where God has been enabling about 1,000 people per week to really hear the word of God from this ministry in the internet. Ja, und eben habe ich meinem Bruder erzählt, dass an die 1,000 Leute im Monat unsere Videos auf YouTube sich anschauen. And really I'm excited about that. Und ich bin darüber so erfreut. That people are hearing the word of God. Dass die Menschen das Wort des Herrn hören. I'm seeing us that we are going to have programs through during the week that the word of God is going to be ministered and people are going to continue hearing the word of God. Ja, und ich sehe, dass wir auch während der Woche Projekte und Treffen haben und dass Leute daran teilnehmen werden. Where God is bringing us in the future is that even during the week we are going to have different ministers coming to discuss the word of God and that people are going to hear the word of God on a daily basis. Ja, und Gott wird uns so weit bringen, dass wir auch während der Woche immer wiederkehrende Gottesdienste haben und andere Veranstaltungen, an denen Leute zahlreich teilnehmen. I'm excited about that. Ich bin darüber so erfreut. And you know, he who began something in us, he's able to accomplish it. He's able to finish it. Ja, und derjenige, der uns dazu gebracht hat, mit etwas zu beginnen, wird es auch für uns vollenden. I believe that God is the one who began this art of ministry in our midst. Ja, und ich glaube fest daran, dass Gott derjenige war, der diese Art und Weise der Predigt zu uns gebracht hat. And I believe that he's in the process of accomplishing it. He's in the process of fulfilling this vision, of fulfilling this dream. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass Gott gerade dabei ist, das zu vollenden für uns. You know, I like the book. First, let's just go to the book of Zechariah chapter 4, verse 10.
Lass uns zum Buch Zachariah gehen. Zechariah chapter 4, verse 10. In the Old Testament, the book of Zechariah. Ja, das steht im Alten Testament, das Buch von Zachariah. It ministers something to me, which is a blessing to me, at the same time is a big encouragement to me. Ja, dort steht etwas, was mich wirklich ermutigt. Von Vers 9. Lass mich mit Vers 9 beginnen. It says, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also finish it. And thou shalt know that the Lord of hosts has sent me unto you. Die Hände Zerubbabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Sebaot zu euch gesandt hat. For who has despised the day of small beginnings? For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. With those seven, they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Vers 10 sagt, denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freunden sehen den Schlussstein in Zerubbabels Hand. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Amen. Amen. You know what encouraged me about this verse? When we read verse 9, we see the kind of picture is painting is that God is always looking for somebody to use. Ja, was mich an diesem Vers so ermutigt, ist, dass Gott immer nach jemandem sucht, den er benutzen kann. He's looking for somebody who is willing and obedient to fulfill his will here on earth. Er sucht immer nach jemandem, der ihm gehorsam ist und auch für ihn auf dieser Erde dient. And in this situation in verse 9, he found Zerubbabel, who was willing and obedient to build the house of God. Ja, und hier in Vers 9 hat er Zerubbabel gefunden, der das Haus mit seinen eigenen Händen für ihn hergestellt hat. And in this verse 9 is saying that Zerubbabel, who laid the foundation of the house of the Lord, is going to finish it. Ja, und Vers 9 sagt auch, Zerubbabel, der das Fundament des Hauses Gottes errichtet hat, wird es auch vollenden. So God was looking for somebody who was willing and obedient. Das heißt, Gott hat nach jemandem gesucht, der ihm gehorsam ist und auch willig war. And he found Zerubbabel. Er hat Zerubbabel gefunden. And then verse 10 says, who shall despise the days of small beginnings? Ja, und Vers 10 sagt, denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat. We should not despise our days of small beginnings. Wird doch mit Freunden sehen den Schlussstein in Zerubbabels Hand. We should not despise the days of small beginnings. Ja, wir sollten nicht den Tag des geringsten Anfangs verachten. Because everybody has to start somewhere. Ja, denn jeder hat von irgendwo anzufangen. You know, I'm excited about our live streaming and our video project. Ja, ich erfreue mich so sehr an unserem Livestreaming-Video-Projekt. God started it in us. Ja, Gott hat das zusammen mit uns begonnen. And you know, in the beginning when we really started, I felt it so strong in my heart to go in this direction. Ja, und als ich damit begonnen habe, habe ich das so stark in meinem Herzen gefühlt, dass ich dann damit begonnen habe. And it was really a small beginning. Ja, und es war wirklich ein ganz kleiner Anfang. When we started, I bought a small video camera. Als wir damit begonnen haben, habe ich nur eine ganz kleine Videokamera gekauft. It was a small Sony video camera. Es war eine ganz kleine Sony Videokamera. And that's how we started those days. I think about 5 years ago, ja. 4 years ago. Ja, und so haben wir vor 4 Jahren damit begonnen. And this small video, I used to go from church to church where I was invited to preach, and I used to take videos of the preachings. Ja, und mit dieser kleinen Videokamera bin ich zu verschiedenen Gemeinden, Kirchen gegangen, die mich eingeladen hatten, um zu predigen, und habe dann alles damit aufgenommen. And after that, I started putting the preachings in the internet and sending to people. Ja, und danach habe ich damit begonnen, die Videos ins Internet zu setzen oder an verschiedene Menschen zu schicken. And you know, when I looked at our videos, I didn't like the quality of the internet. It was really dark. It was not good quality. Ja, und wenn ich selber die Videos angeschaut habe, war ich mit der Qualität nicht zufrieden, weil sie zu dunkel waren oder nicht klar. And because it was not good quality, I was feeling sort of discouraged.
Ja, und weil die Qualität nicht gut war, habe ich mich so entmutigt gefühlt. In fact, you know, I was feeling sort of that, I was despising this small beginning, I was despising our video quality. Ja, ich war einfach nicht mehr ermutigt, weil die Qualität so schlecht war und habe irgendwie die Lust verloren. And then, you know, God started to speak to me that do not despise small beginnings. Ja, aber dann hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, verachte nicht den kleinen Anfang. Actually, you know, I also watch preachings from time to time from different preachers in the internet. Ja, manchmal schaue ich mir auch verschiedene Predigten im Internet an von verschiedenen Pastoren. And you know, God ministered to me through one minister in the internet. Ja, und Gott hat zu mir gesprochen, durch einen Prediger, den ich mir im Internet angeschaut habe. I looked at their video ministry and it looked so perfect, so excellent. And I said, wow. Ja, ich habe mir ihre Videoaufnahmen da im Internet angeguckt und die sahen so perfekt und so gut aus. And then one time I came upon their video that was done like 20 years ago. Und dann habe ich ein Video entdeckt, das ungefähr vor 20 Jahren gemacht wurde. And I realized their video that was done 20 years ago was bad quality like a video now. Ja, und dann sah ich dieses 20 Jahre alte Video, was ich da dort entdeckt habe, hatte so eine schlechte Qualität wie die Videos, die wir heute machen. And you know, God told me that was their small beginning. Ja, und dann sprach Gott zu mir und sagte mir, das war deren kleiner Anfang. And I ran to Sister Mitzi, my wife, and I said, oh, look at their small beginning and look at where they are now. Ja, und dann bin ich zu meiner Frau, Sister Mitzi, gerannt und habe gesagt, schau mal hier, so haben die auch mal angefangen. And I realized, you know, God is able to take your small beginning and he makes it something great, something big. Ja, und dann erkannte ich, Gott kann aus deinem kleinen Anfang was ganz Großes bauen. And God, I believe, is ministering to us that in whatever small beginning you find yourself in, do not despise it. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott immer zu uns spricht. Auch wenn du ganz klein anfängst, gib nicht auf. But you know, the problem that we have is that we try to compare ourselves with other people who they've passed their small beginning, they're in their greatness, and we try to compare ourselves with them. Ja, aber das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns immer mit den Menschen vergleichen, die jetzt schon irgendwie weit angekommen sind. But we should not compare ourselves with people who have already passed their small beginning, they're into their greatness. Aber wir sollten uns nicht mit Leuten vergleichen, die schon über diesen Zeitpunkt hinaus sind und etwas Großes aufgebaut haben. What we need to do is we need to be faithful in our small beginning. Ja, was wir sein sollten, ist eigentlich, wir sollten den Glauben haben, auch in unseren kleinen Projekten und kleinen Dingen, dass sie eines Tages wachsen werden. What excites me is that God rewards faithfulness. Und was mich so erfreut, ist immer, dass Gott den Glauben belohnt. God will reward your faithfulness. Gott wird deinen Glauben belohnen. God will reward your faithfulness. Gott wird deinen Glauben belohnen. Amen. Amen. You know, I remember the time that we planted this church. Ja, und ich erinnere mich an die Zeit, als wir mit der Planung für diese Kirche, für diese Gemeinde begonnen haben. There was a time that we're just there with the Sister Mitzi, just the two of us in the service. Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass nur Sister Mitzi und ich hier waren am Anfang. And you know, you ask yourself, is it worth it? Ja, und dann beginnst du dich zu fragen, lohnt sich das? Is it worth it? Lohnt sich das? You sort of think like, okay, just stop what you're doing and join another church. Ja, und dann beginnst du darüber nachzudenken, lohnt sich das? Soll ich nicht einfach in eine andere Kirche gehen, anstatt mich hier abzumühlen, etwas aufzubauen? But you know, when you are faithful with something, God is going to reward your faithfulness. Ja, aber wenn du den Glauben nicht verlierst, belohnt Gott dich. So I remember, you know, well, there are times we just had a normal service, but we're just the two of us. We just had a normal service. It's as if we had a big congregation. Ja, und ich kann mich gut daran erinnern, eines Tages hatten wir so einen ganz normalen Gottesdienst, aber nur Sister Mitzi und ich waren hier, aber wir haben das ganz normal durchgezogen, als wenn viele Leute hier wären. So you know, now at this time, when I look, for example, at a 2 o'clock service, and I see God is always bringing new people. God is bringing people to just join together with the vision. For us just to worship God, I'm excited.
Ja, aber wenn ich mir jetzt den 2 Uhr Gottesdienst anschaue und sehe, wie viele neue Leute Gott hier hinbringt, bin ich so erfreut darüber. I'm excited. Ich bin so erfreut. But you see, when I look at it, I see really, it was worth it that you were faithful in the small beginning. Ja, und jetzt weiß ich, dass es sich gelohnt hat, an unserem kleinen Anfang nicht aufzugeben und weiterzumachen und den Glauben nicht zu verlieren. So, I'm excited about a small beginning. So, ich bin über einen kleinen Anfang erfreut. You know, I said in the beginning of our video ministry in the internet, only few people used to watch. In a week, I think we had only about 10 people used to watch. Ja, und ich kann mich daran erinnern, am Anfang unseres Videoprojekts waren es vielleicht in einer Woche höchstens 10 Leute, die sich die Videos angeschaut haben. But now really I'm excited. Every week we have 1,000 people watching the videos. Ja, aber jetzt sind es 1,000 Menschen, die sich die Videos in einer Woche anschauen und das freut mich unheimlich. And when I look back, I say it's worth it preparing for the services, working on the videos, editing them and putting them in the internet, because somebody is going to be blessed with it. Ja, wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich ganz genau, es hat sich gelohnt, die Videos zu machen, zusammenzuschneiden, ins Internet zu stellen. And I realize whatever you are doing it for God. Ja, und ich hab erkannt, alles, was du für Gott tust. Continue being faithful. Sei so glaubensvoll. Even in the beginning it might not see it might not seem like there is a result or there is a harvest or something of that sort, but be faithful. Ja, auch wenn es am Anfang so aussieht, als wenn es nicht erfolgreich sein wird oder du nie die Ernte ernten wirst, hab den Glauben und mach weiter. Because a time is coming that God is going to reward your faithfulness. He's going to reward your work. Denn eines Tages wird Gott dich dafür belohnen. Amen. Amen. God is a rewarder. Gott belohnt uns. So do not despise your small beginning. Verachte nicht deinen kleinen Anfang. Amen. Amen. So the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Ja, die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das immer wiederkehrende Hören des Wortes Gottes. And people need to hear the word of God. Und die Menschen müssen das Wort des Herrn hören. You know, I like it the way it says in the book of Romans, chapter 1. Ja, und ich mag es, was im Brief Paulus an die Römer, Kapitel 1, geschrieben steht. Paul writes, and he says this, verse 16. Vers 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist nicht eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. We should not be ashamed of the gospel of Christ. Wir sollten uns nicht für das Evangelium schämen. But we should preach the word of God with boldness. Ja, wir sollten das Wort Gottes mit Kraft predigen. We need to do everything in our power to make sure that somebody hears the gospel. Ja, wir sollten alles uns Mögliche tun, damit die Leute das Wort Gottes hören. We need to do everything in our power, in our ability to preach the gospel. Ja, wir sollten alles, was uns möglich ist, tun, damit die Leute das Wort Gottes hören. We need to invest our resources really for the gospel to reach to somebody. Ja, wir sollten alles, was uns möglich ist, investieren, damit die Menschen das Evangelium hören können. You know, I'm ready to invest all that I have for somebody to hear the gospel. Even if it's going to be one person, it is worth it. Ja, ich gebe alles, damit die Menschen das Wort Gottes hören können. Because the Bible says it is the power of God unto salvation. Denn die Bibel sagt, es ist die Kraft Gottes, die uns erlöst. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. The gospel, the good news is the power of God unto all who believes. Ja, und die gute Nachricht ist, das Evangelium ist die Kraft Gottes. It is the power of God unto salvation.
Das ist die Kraft Gottes, die uns zur Erlösung bringt. Romans chapter 10. We are coming back to Romans chapter 1, but Romans chapter 10. 12. Ja, lasst uns Vers 12 lesen. It says, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Okay, Romans 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. In Romans chapter 1, we see the Bible says that the gospel, the good news is the power of God unto salvation. Ja, in Römer Kapitel 1. To whoever believes. In Römer Kapitel 1 steht. It says the gospel, the good news is the power of God unto salvation for whoever believes. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. But you see, Romans chapter 10, verse 13, it says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall not be shamed. For whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ja, Römer Kapitel 10, Vers 13 sagt, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. But I realize that people need to hear the word of God. People need to hear the gospel for them to believe. Ja, aber ich habe erkannt, dass die Menschen das Evangelium hören müssen, um an ihn zu glauben. People need to hear the good news, the gospel, for them to call upon the name of the Lord. Ja, die Menschen müssen die gute Nachricht des Evangeliums hören. And that's why verse 14 says, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ja, und in Vers 14 steht, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? In other words, it says the preacher has to speak the good news for them to hear and for them to believe. Ja, mit anderen Worten, der Prediger muss die gute Nachricht verbreiten, damit sie das hören und daran glauben. And verse 15, it says, and how shall they preach except they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ja, in Vers 15 steht, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. You know, when we study the word of God, we realize that God has sent us. Ja, wenn wir das Wort Gottes verfolgen, dann erkennen wir, dass Gott uns geschickt hat. We've already been sent. Wir sind schon geschickt worden. We've been sent to preach the gospel. Wir sind dazu geschickt worden, das Evangelium zu verbreiten. Actually, the Bible says that each and every Christian, we have a ministry. Ja, und eigentlich sagt die Bibel auch, jeder Christ hat die Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten und darüber zu predigen. And our ministry is the ministry of reconciliation, reconciling people back to God, bringing people back to God. Ja, und es ist unsere Aufgabe, Menschen dazu zu bewegen, sich wieder zu Gott umzukehren. Yeah, and that's why every Christian, we need to participate in reaching out to people that they may know the Lord. Ja, und deswegen sollten alle Christen daran teilnehmen und sich dem anschließen, andere Menschen zu Gott zurückzuführen. You know, I remember in Bible school we had a preacher who you we had a one of the teachers, he was really passionate about missions. Ja, ich kann mich daran erinnern, in meiner Bibelschule gab es einen Lehrer, der wirklich leidenschaftlich daran beteiligt war, Menschen zu Gott zurückzuführen. And you know, we got excited every time he was teaching us. Ja, und jedes Mal, wenn er uns unterrichtet hat, waren wir so darüber erfreut. And he was saying that somebody is waiting for you to preach the gospel. Ja, und er hat immer gesagt, dass es da draußen jemanden gibt, der auf dich wartet, dass du ihm das Evangelium verkündest. And by the time he finished saying it, you wanted to get out of the seat and start going and preaching the gospel. Ja, und immer wenn der Lehrer mit seiner Ansprache fertig war, hast du so viel Kraft gehabt, dass du rausgehen wolltest und wolltest zu Leuten predigen und sie zur Umkehr
bewegen. But you realize somebody is waiting for the word to hear the word that you know. Ja, oder hast erkannt, da draußen gibt es jemanden, der auf dich wartet, dass du ihm das Evangelium verkündigst. You know, the word of God is, as the Bible says, is a light unto our feet. Ja, und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist das Licht auf unseren Füßen. Jesus is the light of the world. Jesus ist das Licht der Welt. And the Bible says that God sent his light, Jesus, to show us the way. Ja, und die Bibel sagt, Gott hat das Licht geschickt, das Licht war Jesus. And as Christians, we have the light in us. Und als Christen haben wir dieses Licht in uns. And Jesus said that you don't light a lamp and hide it under the table or cover it. Ja, und Jesus hat gesagt, du kannst nicht eine Lampe anmachen und versteckst die Lampe dann unter dem Tisch oder unter dem Bett, dass niemand es sieht. No, you put it somewhere that it will bring light in the whole area. Ja, du hast es irgendwo, du musst es irgendwo hinstellen, damit es überall Licht spendet. So Christians, your light needs to shine. Als Christen muss unser Licht wirklich leuchten. Your light needs to lighten every place that you find yourself in. Ja, unser Licht muss überall leuchten. Amen. 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 So let's take the light to the world. Lass uns das Licht in der Welt verbreiten. That people may hear the gospel. Damit die Menschen das Evangelium hören können. That they're going to believe. Damit sie es glauben. Let's go back to Romans chapter 1, verse 16. Lass uns zurückgehen zu Römer Kapitel 1. Vers 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Wow. Wow. And you know, I like the way it says in verse 17. For in the gospel is the righteousness of God. For in the gospel of God is, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. For it is written, the righteous shall live by faith. Ja, und ich liebe, was in Vers 17 steht. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. In the old King James Version, it says, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is, the just shall live by faith." In der alten King James Version steht. It says, "For therein, in the gospel, im Evangelium, is the righteousness of God revealed." Wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. From faith to faith. Von Glauben zu Glauben. And as it is written, und so wie es geschrieben steht, the just shall live by faith. Sollen wir alle im Glauben leben? So in the gospel is the righteousness of God revealed. Das heißt, im Evangelium ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart. From faith to faith. Von Glaube zu Glaube. So we should not be ashamed of the gospel. Ja, wir sollten uns nicht des Evangeliums schämen. Now in the generation we are living in, almost everybody is online in the internet. Ja, in unserer Generation, in der wir heute leben, ist eigentlich jeder jeden Tag immer online. In fact, almost 95% of youth, they are spending their time in the internet. 95% der Jugend heute verbringt eigentlich Zeit im Internet. Can you believe it? Kannst du dir das vorstellen? 95% of youth. They're spending their time in the internet. 95% der Jugend verbringt Zeit im Internet. I believe that the internet has become a mission field. Ich glaube fest daran, dass das Internet eine Basis für unsere Mission gibt. And that's why we need to put the word of God there. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir das Wort Gottes ins Internet stellen müssen. That people may hear the word. Damit die Menschen das Wort des Herrn hören können. You know what? When I send you a video of the preaching, you need to send it to somebody else. Forward it to somebody else, that this person also may hear the word of God. Ja, wisst ihr, wenn ich euch ein Video der Predigt schicke, dann könnt ihr das auch weiterschicken zu Freunden oder Familie, damit sie das auch hören können. That they may know the righteousness of God.
damit sie die Gerechtigkeit Gottes erfahren. That the righteousness of God may be revealed. Damit sich die Gerechtigkeit Gottes offenbart. That they may believe. Damit sie das auch glauben. You know, a few Sundays ago I mentioned one Bible verse that is very important to me for many, many years. Ja, vor einigen Sonntagen habe ich über einen Bibelvers gesprochen, der sehr wichtig für mich ist. When I read this, I realized that we have a responsibility. Ja, und als ich das las, wusste ich ganz genau, wir haben eine Verpflichtung. We have a responsibility in this generation and we have a responsibility in the generation to come. Ja, und wir haben eine Verpflichtung in unserer Generation, aber auch für die nächsten Generationen. I want us to read our Bibles from the book of Psalms 78. Ja, wir lesen aus dem Buch der Psalme, Kapitel 78. Verse 1 says, give ear, all my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Vers 1 sagt, höre mein Volk, meine Unterweisung. Neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit. Which we have heard and known and our fathers have told us. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben. You know, I thank God for my parents. Wisst ihr, ich danke Gott für meine Eltern. You know, mine, especially my mom, I can remember how she spoke the word to me. Insbesondere meine Mutter, ich kann mich an sie erinnern, wie sie das Wort Gottes, wie sie mir das Wort Gottes beigebracht hat und dazu gesprochen hat. As I was a teenager, you know, there are times I behaved sort of, I didn't want to hear the word of God, but I thank God that my mom continued speaking the word to me. Ja, als ich ein Jugendlicher war, gab es eine Zeit, in der ich eigentlich nichts davon hören wollte, aber meine Mutter hat nicht aufgegeben und immer weiter darüber gesprochen. As parents, when your children they behave, they don't want to hear the word. Then just continue speaking the word of God to them. Ja, und als Eltern, wenn eure Jugendlichen, eure Kinder das Wort Gottes nicht hören wollen, gebt nicht auf und macht immer weiter. Because you are sowing seed. Ja, weil du den die Saat säst. There are things my mom told me those days I have not forgotten until now. Ja, und es gibt bis heute Dinge, die meine Mutter mir damals erzählt hat, die ich bis heute nicht vergessen habe. And that's what this Bible says, this Bible verse says in verse 3, which we have heard and known and our fathers have told us. Ja, und in Vers 3 steht, was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben. Verse 4, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the presence of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. Vers 4. Das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. In other words, what you have heard, don't hide it, share it out. Ja, und in anderen Worten, das, was du gesehen hast, versteck das nicht, sondern teile es mit anderen. Even if it's a small word that you've heard, speak it out that others may hear it. Ja, auch wenn das nur etwas Geringes ist, teile das mit anderen und sage es ihnen. Parents, the words that you heard maybe from your parents or from another preacher, don't just hold it to yourself. Speak it that your children can hear and even so that in the future they can also speak to their children, that the next generation may hear the word of God. Ja, und als Eltern müssen wir das Wort Gottes weitergeben an unsere Kinder, sodass es sich von Generation zu Generation verbreitet. You see, it says, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of this of the Lord and his strength and wonderful works that he has done. Ja, Vers 4 sagt, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Let our children know what God has done. Let other people know what God has done. His praises, his works, and his strength. Ja, sorgt dafür, dass unsere Kinder und auch andere Menschen erfahren, welche Wunder Gott vollbracht hat, welche Macht er hatte. Verse 5, it says, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children. Und Vers 5 sagt, er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren. You know,
When I read this, I realize it is not a request for us to make known God's works, God's strength, God's testimonies to our children or to the next generation. Ja, wenn ich das lese, weiß ich eigentlich, das ist nicht eine Frage, dass wir Gottes Wort verbreiten sollen. I realize that it is a command. Ja, ich habe eigentlich erkannt, das ist ein Befehl. It is a command. Das ist ein Befehl. Because here it says, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children. Denn in Vers 5 steht, er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren. Why did he give this command? Warum hat er diesen Befehl gegeben? In Vers 6 he says that the next generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Denn in Vers 6 steht, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Wow. Wow. You know, when I read this, I realize we have a great responsibility. Ja, wenn ich das lese, habe ich eigentlich erkannt, wir haben eine ganz große Verpflichtung. We have a responsibility in this generation and even in the generation to come. Ja, in der heutigen Generation und auch in den nächsten Generationen haben wir eine Verpflichtung. In other words, we need to prepare the gospel that even the next generation can hear something from the word of God. Ja, wir müssen das Evangelium so vorbereiten, dass diese Generation und auch die nächsten Generationen darüber hören können. You know, I thank God for the people of the past generations who passed on the word of God, who passed on the written Bible, that we could read the word of God today. Ja, und ich danke Gott für die Menschen der vergangenen Generationen, weil sie das Evangelium bis zur heutigen Zeit verbreitet haben. And I realize we have the word of God because they did their part. Ja, und ich habe eigentlich erkannt, wir kennen das Wort Gottes heute, weil die vergangenen Generationen es verbreitet haben. It's time now for us to do our part. Ja, und jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns daran beteiligen. You know, when you watch sports, especially in a relay race. Ja, wenn wir uns Sport anschauen, zum Beispiel dass jemand einen Stock weitergibt an den nächsten. So you see, somebody is running with a baton. Ja, du siehst, dass jemand mit einem Stock in der Hand rennt. It comes a time this person has to hand over the baton to the other person to do their part. Ja, und dann kommt die Zeit, wo derjenige, der gerade gerannt ist, diesen Stock an den nächsten weitergibt, der jetzt weiter rennt. What has happened? The old generation, they've done their part. They've given us the baton. Ja, die vergangene Generation hat uns diesen Stock des Evangeliums im Prinzip weitergegeben. Now we have to do our part. Jetzt müssen wir unsere Arbeit verrichten. We need to take the baton and run to the next generation and give them, hand over the baton to them. Ja, wir müssen diesen Stock des Evangeliums an die nächste Generation weitergeben. We have a great responsibility. Wir haben eine große Verpflichtung. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie du das siehst. As I said in the beginning, I've made a decision. I'm going to do whatever in my power, whatever is in my ability to pass on the baton of the gospel, that the next generation are going to hear the word of God. Ja, und was ich auch am Anfang schon sagte, was ich am Anfang schon gesagt habe, ich werde mir alles, was mir möglich ist, tun, damit ich diesen Stock des Evangeliums an die nächste Generation weitergeben kann. How about you? Wie sieht's mit dir aus? Are you going to do your part? Machst du das auch? Are you going to do your part? Machst du das auch? Let's do our part, that the next generation will hear the word of God. Lasst uns das zusammen tun, damit die nächste Generation das Wort des Herrn hört. Verse 6, it says that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Ja, und Vers 6 sagt, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Why? Warum? Verse 7 says why? Vers 7 sagt warum. That they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep his commandments. Dass sie setzen auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. That they may set their hope in God. Dass sie setzen auf Gott ihre Hoffnung
It's our responsibility to help the next generation to set their hope in God. Ja, und es ist unsere Verpflichtung, der nächsten Generation zu helfen, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen. By doing our part. Ja, indem wir das auch tun. Not being ashamed of the gospel. Ja, uns nicht über das Evangelium zu schämen. But preaching the gospel. Aber das Evangelium zu predigen und zu verbreiten. Pass it on to the next generation. Das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben. And when they receive the gospel, when they receive the good news. Und wenn sie denn das Evangelium, die guten Nachrichten entgegennehmen. They will put their hope in God. Werden sie ihre Hoffnung auf Gott legen. And they will obey the commandments of God. Und sie werden den Befehlen Gottes gehorchen. Vers 80 says, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Vers 8 sagt, und nicht würden wie ihre Väter ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist sich nicht treu an Gott hielt. We are living in a very rebellious generation. Ja, wir leben in einer sehr aufrührigen Generation. But we can make sure that the next generation is not going to be a rebellious generation. Aber wir können sicherstellen, dass die nächste Generation nicht so eine aufrührerische Generation sein wird. We can make sure that the next generation, they will put their hope in God and obey the commandments of God. Ja, wir können sicherstellen, dass die nächste Generation dem Wort Gottes gehorsam sein wird und ihm gehorchen wird. So let's do our part. Ja, lasst das tun, was uns möglich ist. Let's tell God, you know, that we are willing to be used by Him. Ja, lasst uns Gott einfach sagen, dass wir gerne seinen Willen tun möchten. Let's be willing and obedient to obey the word of God. Ja, lasst uns den Willen haben und gehorsam sein, Gott zu folgen und seinen Willen zu tun. Amen. Amen. So, as a ministry, we are very aggressive concerning a video ministry, concerning a live streaming project that you're working on. Ja, als Gemeinde sind wir sehr aggressiv damit, unser live streaming project voranzubringen und das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Because we are thinking of this generation and we are thinking of the next generation to come. Ja, denn wir denken an die jetzige Generation und an die kommenden Generationen. They need to hear the word of God. Sie müssen das Wort Gottes hören. And they need to set their hope in God. Ja, und sie müssen ihre Hoffnung auf Gott setzen. So, you know, let's join together and let's continue praying for our video ministry and also for our live streaming project. Ja, lasst uns zusammenkommen und für das live streaming project beten und für unsere Gemeinde beten. For the second phase, we still need 100 people to support with 100 euro, which will come up to 10,000 euro to buy the equipments for the second phase. Ja, und für die zweite Phase unseres Projektes brauchen wir 100 Leute, die jeweils 100 Euro sparen, damit wir 10.000 Euro zusammenbekommen und unser Projekt damit auch vollenden können. This is only a first time seed that somebody sows towards this. Ja, im Prinzip ist das einfach so der erste Samen, den wir säen, um unser Projekt voranzubringen. This money will go towards a video mixer and another video and a video studio lights. Ja, das Geld ist für einen Videomischer, ein Videolicht und eine Kamera. And you know, and also a computer. Und auch ein Computer. Actually, this coming month, I'm believing God that we'll have studio lights and we'll order studio lights and the video mixer. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass wir im nächsten Monat in der Lage sein werden, einen Studiomischer und Studiolichter zu bestellen. It's a small beginning that God has started in us. Ja, es ist ein kleiner Anfang, den Gott mit uns macht. And I believe that he's going to use it to touch thousands and thousands. Thousands are going to be changed. They're going to be transformed. Ja, aber ich glaube daran, dass Gott uns so weit bringt, dass wir dadurch Tausende von Menschen erreichen können, die dadurch verändert werden. And this will enable this generation to hear the word of God and even to wait for the children that are yet to be born, that they will hear the word of God.
Und ich glaube, dass uns das dabei helfen wird, die nächsten Generationen und auch die Kinder, die jetzt noch nicht geboren worden sind, zu erreichen. Now, let me say, this is just one way of preaching the gospel. Das ist nur eine Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Let's also be involved in other ways of preaching the gospel. Ja, lasst uns auch andere Wege suchen, wie wir das Evangelium verbreiten können. And let somebody hear the word of God. Und lasst jemanden das Wort Gottes hören. Amen. Amen. I'm going to do my part. Amen. Ich werde alles Mögliche tun, was ich kann. And I encourage you to do your part. Und ich ermutige dich auch, alles zu tun. Amen. Amen.